Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, dem For Awakening Add-on Play. Im Add-on werden wir dann den Ding nehmen, einer der neuen Seasons. Und aber momentan möchte ich euch gerne noch ein Bild zeigen und so. Spielen wir doch Path of Exile sehr viel. Path of Exile macht sehr viel Spaß. Habe ich gerade im letzten Part auch. Ding, es macht richtig viel Spaß. Auch mal Builds zu nehmen, die auch nicht so gut sind am Anfang. Wie den hier. Aber dann später wird er natürlich sehr gut, der Build. Sogar mit Magic Find recht gut zu spielen. Und ja. Probieren wir ihn aus, also. Ich habe einfach sehr viel Lust jetzt gerade. Ihr hoffentlich auch, das Video zu schauen, aber ja. Ich bin ja nicht einer, der unbedingt die Fans unbedingt zwingen muss oder so. Deshalb lasst euch natürlich Zeit mit dem Schauen. Überhastet es nicht, ihr müsst für mich eigentlich fast gar nichts machen. Außer es wäre natürlich nett, also. Da ich viel für euch mache und auch machen werde, natürlich, wäre es natürlich schon nett, wenn ihr mir helfen könntet. Aber muss nicht sein. Ihr wisst ja, wie ihr Abonnenten, also wie ihr YouTuber helft. Und wieso nicht helfen? Also, wieso soll ich nicht euch helfen und Videos machen, die euch Spaß machen? Es kommt eigentlich aufs Gleiche drauf an. Ich mache die Arbeit, ihr habt das Vergnügen. Also. Wäre nett. Aber Mist nicht. Ich hilf mir auch mit anderen. Also Geld verdienen werde ich mit anderen Mitteln und nicht über YouTube. Deshalb habt ihr auch bei mir null Videos. Und wenn ihr trotzdem habt, gebt mir bitte mir nicht die Schuld. So. Einen Longbogen nehme ich mal mit. Topasring brauchen wir nicht mehr. Ich will die Goldringe nehmen, die weißen. Also wenn ihr einen seht. Ich habe ihn vergessen. Einfach weiße Goldringe, die kann man dann Orb of Change benutzen, um Magic Find Ringe zu craften. So. Also jetzt sind relativ stark, vorher war ich recht schwach mit dem Badge Skill. Das liegt wahrscheinlich am Level. Also hier ist der Lightning Arrow, den ich ja letztes Mal noch reingetan habe. Aber was ich möchte ist Punktur ein Ding, also das ist richtig stark. Wenn die Gegner sich bewegen, bekommen sie noch mehr Damage. Und die bluten irgendwie nicht gerade. Also jetzt, die verlieren mega Damage, das ist richtig geil. Also wenn ihr noch nicht so gut seid, nehmt Punktur als Bogenschützencharakter oder als Nahkampfcharakter. Ist richtig stark. Eine gute Empfehlung. Wurde noch genervt, also es wurden erst. Punktur wurde erst genervt, der war noch stärker. Früher. Vor dem Patch. Wahrscheinlich 3.1.0 oder so. Ist jetzt nicht, wo der Patch ist. 3.11 oder so, genau. Keine Ahnung. So, der. Ja. Was heult ihr hier rum? Kommt mal runter. Oh, ihr wollt mir auf den Säckel gehen, ja? Tschüss. So, müssen wir hier hoch? Nein, natürlich nicht. Ah, hier ist aber der Boss von diesem. Ich will ihn mal punkturen, so. Ja, der muss ja jetzt kommen. Kommt richtig viel Schaden. Oh, der kann Totems machen. Jetzt habe ich Angst. Mein Mana ist gone. Ja, ich habe Mana-Probleme, ich weiß. Oh, okay, doch vielleicht. Gut, sind wir doch in der richtigen Schlucht.
Ich mag das Level, also die Gegner nicht, aber das Level ist richtig interessant hier. So. Das Level hat richtigen Charme. So, Dele. Kisten aufmachen. Portal Scroll nehme ich jetzt nicht mit. Ich brauche sie nie mehr. Ich habe immer Portal. Portal Game. So. Sie sollten auch unbegrenzt sein. Aber solche, wie soll man sagen, Extra-Quitten-Ding hat Pufferhexer nicht und bietet Pufferhexer nicht solche Abkürzungen und so. Einfach der den Spielfluss ein bisschen höher macht. Für mich ist ein Action-Rollenspiel halt ein Fun-Genre. Das ja einfach sein sollte. Path of Exile wird irgendwie komplizierter. Das ist jetzt nicht so meine Richtung. Ich habe nichts dagegen, aber es nervt schon ein bisschen. Aber Path of Exile ist so gut, dass es mir nicht so viel ausmacht. So, für das Mana wieder bekommen habe ich jetzt wieder Burning Arrow genommen. Gut. Und Punktur auf Q gemacht. Und hier auch eines meiner Lieblingslevels. Also diese drei, vier Levels nach Brutus sind meine Lieblingslevel, außer das letzte mit den Explosionviechern. Mag ich nicht so. Und weil es gleich aussieht wie das vorletzte. Naja. Ich finde Marauder so richtig muskulös und dafür auch extrem schnell. Finde ich ihn lulki. Oh, look, schaut doch mal an, der ist ganz fett. Ganz groß. Oh, ist das ein armes Tier. Oh, wird gepickt. Mit Nadeln. So. Ja, quick, quick. Quick die weg. Gut, Chalice Orb, sehr schön. Ja, Chalice Orb ist ein Orb, den ich eigentlich nicht so häufig habe. Aber den Linked Orb, der ist liebe, habe ich liebe. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Aber irgendwie sowas mit verlinken. Schau ich gerade mal. Haben wir keinen, okay. Ja, wenn wir einen finden, denn der ist recht selten. Weil ich auch viel brauche. Ich muss immer wieder 5er Linked Items machen oder so. Oder sogar selbst verlinkt. Ja, das wird schwer. Aber ein Item habe ich ja schon, Tabula Rasa, aber das ist extrem schlecht. Hat nicht mal Defensive. Also bitte. Eine Rüstung ohne Defensive ist nicht mein Geschmack. Aber viele Leute tragen das, damit sie einfach irgendwas zusammenkneipen können. Kann ich verstehen. So, wir gehen hier rein wieder. Geht relativ sehr, also geht es schnell. Man kann jetzt durch den ersten Rush locker rushen. Im zweiten Schwierigkeitsgrad zeige ich dann natürlich das komplette. Da zeige ich euch mehrere Sachen, die wir jetzt also auslassen. Bei Pufferfechser ist es halt auch ein bisschen wichtig, dass man genug also gleichlevelige Gegner hat und dafür muss man leider die erste Akte durchrushen. Sonst findet man nicht so viele Gems und andere Dinge. Weiß jetzt nicht, was ich alles brauche. So.
Ich habe so viele Kröten momentan im Hals wegen dem Asthma, allergisches Asthma. Tut mir leid, wenn ich manchmal räuspern muss. Gut. Ja, das Spiel ist sehr schnell, macht mir richtig viel Spaß. Und es macht auch ein bisschen mehr Sinn als in Diablo 3. Bei Diablo 3 habe ich immer das Gefühl, ich mache eigentlich für nichts etwas, nur zum Leveln. Und hier habe ich... Ja, ist der Sinn da und ich habe etwas, dass ich... Mein Ziel ist es eben mal Maps zu machen. Und da die mit Level 60 noch nicht droppen, ich weiß nicht ab wann die droppen, aber ich habe noch keine gefunden. Die sind übrigens so weiß hinterlegt, also so einen weißen Rahmen, die sieht man eigentlich relativ schnell. Finde einfach keine, bei mir droppen einfach keine. Mit dem Level 60 Template, den ich habe. Vielleicht Akt 3 dann, da bin ich noch nicht bei Mercilles. Oder Marsilis. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ich bin eben nicht so gut im Englisch. Aber ich gehe lernen, also ich werde bald in die Schule, also in den Lehrkurs gehen. Du bist ein bisschen ein Feigling, weißt du das? Ja genau, spawn noch ein paar Gegner. Gut, das Portal ist hier oben. Gehen wir gleich mal hier rein. Ah, mir macht das Spiel Spaß, also richtig viel Spaß. Und ich werde es auch wieder öfters bringen. Vor allem eben, wenn Awakening draußen ist. Ich hoffe, es kommt bald raus. Also, weiß es jetzt nicht. 20 bis 40. Baracke mache ich hier rein. Hallo? Man kann das nicht. Kann die nicht rausnehmen, okay. Ich möchte gerne den Bogen hier tragen. Oder nicht? Ne, ich nehme nicht. Nehme spätere dann. Ich habe noch ein paar Bögen, die dann besser sind. So, man bekommt nur Schrott beim Verkaufen. Ach, bitte, steigert mal ein bisschen die, das, was man bekommt. Das brauche ich nicht. So, Augmentation brauchen wir auch nicht. Was nehmen wir jetzt? Gibt es neue Items, die uns was bringen? Okay, nicht. Noch eins, dann haben wir Fire Damage, okay. Ich nehme aber wahrscheinlich zuerst das. Also, wir sind jetzt Level 13. Level 19 können wir erst Feuer nehmen. Dann mache ich das noch nicht. Dafür ein bisschen Dexterity. Bräuchten wir eher. Und Split Arrow ist ab Level 16. Okay. Gut. So. Nein, runter müssen wir. Ich hoffe, ich schaffe Mercilles. Einen Mercilles. Wie heißt der Boss von Mercenacht? Mehr will, gell? Ja. Also. Hoffe, ich schaffe den. Weil der wurde echt schwer geworden, oder sie. Der Damage ist auch irgendwie hochgegangen, aber immer noch ein bisschen zu schwach. Zum Rushen ist es nicht so gut, wenn wir so wenig Damage machen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Damage wieder bekommen. Durch Angel hochleveln und durch Baracke hochleveln. Auch gut.
Was habe ich denn? Ah, das ist die Rüstung. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Let's Play bisher findet, was ich verbessern soll. Oder wenn ich etwas erklären soll, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, was. Und ich werde es machen, also ich werde es erklären. Wünsche könnt ihr auch natürlich und ja, lest mal die Videobeschreibung, vielleicht seht ihr gerade etwas, das ihr wissen sollt. Ich verlinke noch den Bild von diesem Bild, den Guide meine ich, und ja, mal schauen, was ich noch schreibe. Aber ich glaube, ich habe ihn schon verlinkt, weiß es jetzt nicht genau. Und jo, das Spiel ist kostenlos, also ihr könnt es nur runterladen bei Steam oder auf der Homepage und könnt ihr spielen. Und wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, gerne. Und ja. Also, we are a community. Community. Und ja, ich hab's richtig gerne, wenn Leute mit mir das schreiben. Und werde es natürlich auch gerne haben, wenn ihr schreibt. Ja, macht richtig Spaß jetzt momentan auf YouTube. Auch wenn viel negativ ist. Man kann halt nicht von Anfang, also man kann nicht so schnell auf YouTube erfolgreich werden. Bei mir sind es leider 3-4 Jahre. Aber naja, ich habe es akzeptiert. Also ich habe halt ein paar Sachen, die bei mir noch nicht so gut sind. Vor allem die Stimme, es ist halt, naja, manchmal ein bisschen abschreckend, aber kann ich nicht verstehen, aber also ich schaue zum Beispiel auch Österreicher und ich kann die Stimme auch nicht haben, aber trotzdem schaue ich die Videos von Österreicher, aber relativ viele Österreicher abonniert und ja. Oder Norddeutsche mag ich ja nicht so, aber natürlich, also ich sage jetzt nicht, dass ich sie nicht mag, ich sage einfach, die Stimme ist da ganz anders und ich verstehe sie manchmal nicht und so. Aber auf YouTube ist es immer so, wenn es euch einem etwas stört, gefällt der ganze Let's Player gar nicht. Hau ich ab und so. Und naja, ich setze mich dafür ein einfach, dass es auf YouTube nicht so viel Hass gibt. Und nicht so viele Kindeleien und sonst irgendwelche Sachen. Und ich bin eher so der erwachsene Let's Player natürlich. Natürlich habe ich noch nicht so viele Fans. Aber das kommt. Wir schaffen jetzt in einem Part eigentlich mehr will. Okay. Ich kann sogar den Part ein bisschen länger machen. Der Eingang ist cool. Aber wieso ist es so komisch und verpixelt? Ich habe ja die Grafikeinstellung auf Maximum. Ja, hi. War gerade ein bisschen verpixelt. Hier auch, also das müssen sie noch ein bisschen überarbeiten. Schaut, wie verpixelt das ist. Die nicht hoch aufgelöst. So. Also Dextrity brauchen wir unbedingt. Das sind 30. Dann gehen wir hier hoch, oder sollen wir hier hoch? Da muss ich noch schauen, also hier rüber oder hier hoch. Keine Ahnung, ob bei eins von beiden. Und so. Also der Bild sollte richtig stark werden. Das liebe ich. Also eigentlich fast jede Gegner haben schlechtes Bluten, also hier könnt ihr getrost laufen. Auf höheren Levels würde ich dann das nicht mehr machen. Weil man kann schon viel Damage üben.
Wir gehen jetzt nach oben, dann sind wir schneller unten. Und eben, wenn es euch ein bisschen zu schnell ist, was ich ja hier rasche, dann dürft ihr das gerne... Naja, ich werde es sowieso dann bald nicht mehr raschen. Also, Akt 2 Meter werde ich nicht mehr raschen. Dann habe ich eigentlich alles meins, was ich brauche. Und ja. Aber momentan ist es noch zu gerascht, also ja. Tut mir leid für die, die eher nicht so schnelle Let's Plays haben. Ich bin sonst auch der langsamere Spieler. Aber momentan. So, das ist der Boss. Den möchte ich gerne besiegen. Aber ich darf momentan nicht ihn hindern. So, jetzt. Gut. Es gibt so einen Bogen, der macht, dass wenn man nicht so weit schießt, also nah an so Gegner geht und dann schießt, doppelten oder ein Viertel Schaden mehr macht. Und der ist von dem Bild sehr gut. Also es sind, glaube ich, nein, es ist ein Köcher, glaube ich, ja. Weil der Bogen, den wir benutzen, ist Quill Rain. So. Und den habe ich ja hier. Ich könnte hier mal den benutzen, aber ich weiß nicht, wie wechseln. Ich kann mal kurz schauen, dann weiß ich's. Optionen. Input. Weapon-Swap X. So, das ist der Killer. 100 increased Attack Speed. 63 increased Projectile Speed. Das ist noch ein sehr guter Bogen, also... Ja, Projectile Speed ist nicht so hoch, aber Increased Attack Speed ist Maximum, glaube ich. Denke ich mal. Also richtig gut. So. Level 2, wo bist du? Hier. Oder? Ja. The Cavern of Anger. Oder Anger. Anger. Und das ist Rough gewesen. So. Hier besiege ich die Gegner ein bisschen weniger. Na, das ist jetzt nicht so gut, was der macht. Weg, einfach weg von den Ding. Die können wir noch nicht gut schnell genug töten. Ja, toll, Sackgasse. Gassacke. Ich sage immer Gassacke. Also die Dinge, die auswechseln. Die treffen mich nicht oder nur ganz schlecht. Den können wir besiegen. Das ist so einen also für langsam Builds ist das den richtigen Hass. Eine Hassebene. Einfach durchlaufen, ich mag das nicht. Tut mir leid, später werde ich es natürlich gerne machen. Hier könnten wir ein bisschen sein. Das ist mal ein Kampf. Immer ausweichen und das ist so wie bei The Legend of Zelda. Gut, geschafft. Ja, der ging gut, also wenig Schaden bekommen. Nur am Anfang ein bisschen von den Explosionen. Wieso spawnt der auch so viele Gegner am Anfang? Da schlägt man ja fast. Sodele? Wo ist dann der Ding? So, ein bisschen verschnaufen, bevor wir hereingehen. Kurzen Tape machen.
Gut. Haben wir alles? Ja. Also das ist jetzt ein Kampf, da muss ich ein bisschen ausweichen. Da bin ich noch nicht so genug zu... Komm ja nicht mal zum Schießen. Also der wurde richtig schlecht gemacht irgendwie. Ich mag den Kampf überhaupt nicht. So, hier auf Burning Arrow umstellen. Die zwei Schwerter kaputt machen. Kann man mit Beretta. Baracke stärker, schnell kaputt machen. Und dieser Angriff, der gibt es dann auch von einem Item. Von einem Stab. My mana is gone. Ja. Tut mir leid, dass der Mana leer ist, aber... Okay, ich bekomme kein Mana mehr von... Dann muss ich einen Trank trinken. So. Ah, schöner Kampf, also. Solche taktischen Kämpfe mag ich. Was, der hat kein... Ah doch, der hat noch den gehabt. Oh Mann, ist das schlimm. Nicht hier rein drin bleiben. Sonst ist der eigentlich immer relativ leicht bei normal. Ja, wie viel spawnst du noch? Aua. Komm, Pfahl, Burning Arrow. Ich schieß gegen die Wand. Starker Kampf. Kaputt. Meine Gelenke, Armgelenke machen weh. I cannot carry this. Den Bogen möchte ich gerne. Tauschen wir das aus gegen eine Rüstung. Ist so schwach. So. Den Bogen. Sehr schwach. Okay. Jo, das andere machen wir dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen. Ich gehe noch zum Waypoint. Genau. Jo. Und so langsam können wir dann bald Explosions-Shot nehmen. Und schauen dann, was ich noch zu schauen ist, reduced duration. First I thought you brave. So. Reduced duration, reduced dur. 4. Reduce Duration Level 24. Können wir das auch? Nehmen wir Clarity raus. So. Und hier auch. Wo ist das Ding? Da auch weglegen. Gut. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.